Es ist eine Ausdehnung. Das Flussbett wird breiter. Das fasst mehr Wasser. Also das ist nicht nur irgendwie besser verteilt. Das ist wirklich auch einfach ein mächtigerer Strom. Das hat schon was mit diesem sich ausdehnen zu tun, was du ja auch spürst, wenn du jetzt Partner hast, die da irgendwie an dir rumkneten, dass du nachmerkst, ah wow, okay, ich bin größer als zuvor. Bist du nicht, könnten wir sagen. Aber natürlich bist du es. Und diese Ausdehnung ist etwas, was dein Nervensystem nicht wieder hergibt, es sei denn, es ist getriggert und fühlt sich nicht safe in der Ausdehnung. Und das ist für mich letzten Endes der ausschlaggebende Punkt gewesen, dieses Seminar nur für Männer anzubieten, weil speziell die energetische Ausdehnung von Männern auf diesem Planeten anders tabuisiert wurde, aus anderen Gründen gefürchtet wird, als die energetische Ausdehnung der Frauen. Was zwar sehr ungerecht ist, was am Ende des Tages aber trotzdem bedeutet, du musst dich in deinem Prozess darum kümmern. Du musst es den knacken in deinem Prozess, weil du hier in dieser Welt konditioniert wurdest. Und deswegen interessiert mich sehr, dass wir wie als ein männlicher Gruppenkörper diesen spezifischen männlichen kollektiven Wahnsinn verlernen dürfen. Was im Endeffekt an dieser Stelle bedeutet, mit der eigenen Ausdehnung und Kraft wieder sichere statt unsichere Erfahrungen zu verbinden.